Ich muss mal Lichter machen. Guten Abend. Ja, mach mal Beleuchtung. Besser. Ja. Boah, ich sehe schon wieder zu gehen. Hallo. Na? Guten Abend. Habt ihr schöne Wetter genossen heute? Hi Alex. Witzig, ne? Dass man sich immer so wieder trifft. Hallo Dennis, hallo Jürgen. Ich muss mal gerade gucken, wer da gerade geschrieben hat. Das würdest du noch, vielleicht hat mir ja einer geschrieben. Kann auch sein. Aber ich habe mein Handy, glaube ich, leise gestellt. Und wer war es? Der Thomas. Welcher? Deiner? Ja. Hey, Judith, da bist du ja. Judith des Sports, beziehungsweise Bad Münstereifel. Hallo, Detlef, Claudi. Bist du taub? Taubstumm. Ja. Taubstumm. Wir haben schon gedacht, wir sitzen heute alleine hier. Ich habe eben gesagt, bei dem schönen Wetter ist bestimmt keiner zu Hause. Ja, habe ich auch gedacht. Aus Thüringen, ach ja, Marion. Krass. Stell dir mal vor, wir würden uns alle kennen, das wäre ein Ding. Hey, mein einzigster Freund, Max ist da. Die Judith, hast du eine schöne Bluse an? Das ist ein Pullischen. Hallo Elke, Grüße aus Bonn. Boah, meine Haare sind so gewachsen in der letzten Zeit. Ey, guck dich halt mal an. Habe ich die am Sonntag, am Montag geschnitten, ne? Ja. Hast du noch Zahnpasta an der Backe? Wer? Du. Bist du Zahnpasta? Hallo Helga. Hm? Nee. Oder du, Schatz, hast du noch was von den besten Quarkbällchen der Welt? Ich habe eben Quarkbällchen gegessen, lecker. Das Video gestern von der Mama aus der Wohnung war geil. Ja, da sind es viele Erinnerungen, ne? Wahnsinn. Noch zwei Wochen Haare wachsen lassen und sie aus wie Bob Marley. Ja, da muss ich aber noch dunkel färben. Muss ich dunkel färben? Nee. Elton macht mit Stefan Raab weiter. Siehst du? Wusste ich. Ich bin Hellseher. Da braucht man nicht viel hell zu sehen, ne? Ich meine, der ist ja auch mit Stefan Raab groß geworden. Hallo, günstige Starfrisuren. Also, ich, da fällt mir gerade wieder ein, hier, da der Max ja hier so viel dabei ist. Ihr wisst schon, dass also das Angebot noch bis Ende des Monats läuft. Bis Ende des Monats. Ne? 25 Euro. Reifenwechsel, Staubsaugen. Handwäsche. Ja, der, weil wegen dem Sahara-Staub hat er das jetzt noch mal ein bisschen verlängert. Mhm. Also wie gesagt, Rösrather Reifencenter. Der wartet auf euch. Grüße aus Köln. Hallo Monika. Ja, wo ich jetzt sehe, dass die Judith hier ist. Mit der hatte ich heute Mittag, heute Morgen geschrieben. So. Und die hatte mich gefragt, weil sie hat sich überlegt, eventuell auch einen Magenbypass zu machen. So. Also es ist einfach so. Ich habe das im Eduardus, nenne ich mal, du hast von San Franciscos Krankenhaus machen lassen in Köln-Ehrenfeld. Das nennt sich Adipositas. Also Adipositas ist halt, wenn du zu dick bist. Die haben dafür eine eigene Abteilung. Wie heißt das? Adipositas. Adipositas. Ja, genau. Das ist nicht Adipositas. Ach, Elke. Ach, keine Ahnung. Und nicht Asipositas. Adipositas heißt das. So. Und dann geht man hin. Das heißt Fettleibigkeit. Genau. Und das war ich. Ja. Da geht man hin, stellt sich vor, dann wird man gewogen, dann wird man gemessen, wie groß man ist. Dann wird der BMI ausgerechnet. Und dann bekommt man Unterlagen und dann läuft halt eigentlich alles seinen Weg.
Du brauchst dich im Prinzip nur darum zu kümmern, was in der Mappe steht. Das ist unter anderem ein Telefonanruf beim Psychologen. Da ist aber eine Psychologin, die arbeitet mit denen zusammen. Da kann man anrufen, dann spricht man eine halbe Stunde mit der. Dann musste man zum Lungenfacharzt gehen einmal. Magenspiegelung. Dann eine Magenspiegelung machen und das war doch im Großen und Ganzen schon. So, und wenn man unter Diabetes, Anfangsstadium Diabetes schon leidet, muss man nichts machen. Nee, das, dann kriegst du das innerhalb von 3 Monaten gemacht. Genau, und wenn du kein Diabetes hast, musst ein halbes Jahr warten. Musst ein halbes Jahr warten, musst abnehmen und musst Sport treiben. Also da wäre die günstigste Variante, wenn ihr einen guten Arzt habt oder eventuell auch Diabetes habt, bescheinigen lassen, dass ihr das habt. Und dann könnt ihr nach 3 Monaten schon operiert werden. Ja, und manchen dauert das zu lange, deswegen fliehen die in die Türkei. Aber das würde ich nicht empfehlen. Ja, das mit der Türkei, ich weiß nicht. Die machen auch meistens nur Schlauchmagen. Da kriegst du einen Magen rausgeholt. Ne? Da kriegst du einen rausgeholt, genau. Mhm. Im Magenbypass bleibt der Magen ja drin. Und wenn du da keinen Bock mehr drauf hast, kann er doch wieder rückgängig gemacht werden. Genau, dann hast du also 2 Mägen. Einen rechts, einen links. Magenbypass bedeutet halt, dass er noch Magensäure produziert und dann bekommt man auch kein Sodbrennen. Also das ist im Prinzip alles. Du brauchst wirklich nur eine Adipositas-Abteilung. Ein rechts, ein links. Ja. Ne? Also nur eine Adipositas-Abteilung und die kümmern sich eigentlich um alles. Ja. Warum hat die Mama keine Gardinen mehr? Weil ich alle abgerissen habe. Die wollte die dann nicht mehr. Die Mama hatte keinen Bock mehr darauf. Die wollte keine Gardinen mehr haben. Die möchte Rollos haben jetzt. Ich habe es aber noch nicht geschafft, die zu machen. Nee. Was lachst du jetzt? Ja, weil ich auch schon seit 2 Jahren sage, ich brauche neue Rollos. Hast du auch noch nicht geschafft. Also ja, ich war Erster. Du? Mit der Rollos. Ja, ja. Ja. Ich mache es die Mama. In 3 Jahren. Gibt es auch in Bonn ein Johanniter-Krankenhaus? Da gibt es ja überall, ne? Frank, kannst du denn viel trinken oder dadurch Sättigung? Wenn du vorher trinkst, kannst du nicht mehr viel essen. Aber ja, das legt sich mit der Zeit. Guck mal, ich habe das jetzt 2 Jahre. Am Anfang kannst du nicht essen und trinken gleichzeitig, weil dann kriegst du gar nichts mehr runter. Dann ist der Magen zu voll. Aber der Magen, der weitet sich ja auch wieder ein bisschen immer weiter, ne? Und dann kannst du auch, wenn du so ein Esser bist wie ich muss da zwischendurch was trinken. Ich kann nicht ganz ohne trinken essen. Dann rutscht du nicht richtig, weißt du? Ich trinke meistens mal nach dem Essen. Ne? Genau. Also ich sag mal so, nach 2 Jahren kann ich jetzt also essen und trinken gleichzeitig, aber auch nicht mehr viel. Ich könnte mich aber auch satt trinken. Die Magenspiegelung, ja, die wird mit so einer Kurzvollnarkose gemacht. Die ist wirklich ganz kurz, merkst du gar nichts. Also ich habe da nichts von gemerkt. Ich war hier in Düren bei einem Arzt in der City. Top, also wirklich super. Obwohl der Arzt, der war da nicht so begeistert von, wie ich ihm gesagt habe, dass ich Magenbypass mache. Das kann man auch auf natürlichem Weg schaffen. Da muss man nicht einen Eingriff machen lassen. Weißt du, da habe ich noch gesagt, boah, war der doof zu mir. Wer war das? Na, da, wo das Arbeitsamt ist, schräg gegenüber, wo du mich abgeholt hast. Ach so, wo stimmt. Der war total unfreundlich. Der war total unfreundlich. Und nachher, wie er mir das gesagt hat und ich den Termin hatte zur Magenspiegelung, war er total nett. Habe ich ihm auch gesagt. Propofol-Spritze bei der Magenspiegelung, genau. Wie Michael Jackson, Propofol. Was? Welcher Getränkesirup war das heute? Ach so, die mag ich voll gerne. Warte, ich zeige euch. Und das rosa T-Shirt habe ich aus. Wir waren heute Nachmittag ein bisschen raus. Wir waren am Flohmarkt. Flöhe holen. Guck mal. Die meisten nehmen immer wieder zu. Ja gut, man muss sich schon ein bisschen an Regeln halten. Also das ist ja so, der Magen, der weitet sich. Also du kannst essen und wenn du satt bist, kannst du weiter essen. Dann ist es dir zwar schlecht, aber wenn dich das nicht interessiert, gut, dann weitet der Magen sich wieder. Aber da der Magen ja auch kleiner ist, wird auch die Wand von dem Magen,
der ja halt schon nur noch ein Schlauch ist nach dem Magenbypass, ist natürlich dann, wenn er sich dehnt, auch wieder viel, die Wände viel dünner und viel angriffslustiger, wenn der irgendwelche Krankheiten kriegt. Also der kann ja auch vielleicht reißen oder so. Deswegen sollte man schon, also ich esse jetzt keine 5 Brötchen, nur weil ich verfressen bin. Also mir wird nach einem Brötchen dann schlecht und ja. Das ist der Sirup. Vom Netto. Himbeersirup. Der schmeckt so lecker mit Wasser. Darf auch nicht zu viel, der wird zu süß. Wo waren wir auf dem Flohmarkt, Schatz? In? Oder Ikea ist, ne? Nee. Ja, in Ostendorf. Ostendorf, okay, ja. Ikea. Woher weißt du, warum? Sie wissen ja, auf dem Flohmarkt, wann hast du gesagt? Ja, hab ich auch gerade eben gesagt. Ach so. Warum ich das T-Shirt immer anhatte, das rosa, ne? Blöder Arzt, ich meine. Aha, geht's also noch einfach am Fenster zum Einzeigen? Kann jedes Kind selber machen, quasi kinderleicht. Ja. Ist alles ganz leicht. Was? Rollos. Ja, wenn die passen, hast du mir da nur eingeklickt, habe ich ja auch schon 100 Mal gesagt. Ja. Ich habe meine wieder gelöscht. Hallo Gisela, hallo Veronika, Christine. Jude, ich weiß jetzt, wo der Enduron ist. Da musste ich da hin und außerdem bin ich zusammengebrochen, der haben zusammengebrochen. Ach du Scheiße. Ja, Jude, du hast es ja auch nicht einfach. Habt ihr keine Allergien im Moment? Frühblüter. Doch, ich habe die Nase im Moment immer ein bisschen zu. Ja? Bisschen? Ja, aber hier mit wegen dem. Also dieser Sahara-Staub, ich habe heute Morgen den Tisch im Garten sauber gemacht. Der ist schon wieder gelb. Hallo, Kerstin. Das lohnt sich im Moment draußen gar nichts zu machen. Das ist ja ekelhaft. Und dann standen die gestern schon wieder alle Schlange hier an der Tankstelle. Und eben auch noch, ne? Ja, wir sind da eben vorbeigefahren. Da standen da bestimmt schon wieder 10 Autos. Weil bei uns hat sonntags hier diese Waschstraße auf, weil da keine Wohnhäuser sind. Und morgen sollte wieder regnen. Dann sehen die wieder genauso aus. Ja, ja. Ich war auch letzte Woche Auto waschen. Da sagt die Ecke, boah, du musst ja wieder waschen. Dann sind wir Samstag und Montag. Mann, da nervt die mich. Und dann sind wir wieder am nächsten Tag gefahren. Und dann haben wir den mit der Hand sauber gemacht. Meine Güte. Und am nächsten Tag war er wieder dreckig. Und jetzt sind wir satt. Ich musste hin mit meiner Behinderung. Ja, ja. Wie ich mich fühle. Ich bin, also sagen wir mal so, ich fühle mich, es geht. Also ich, was mir gut tut, ist halt, wenn ich hier so mit euch spreche und ihr mich Sachen fragt, auch über die Eltern und über alles so, das tut mir sehr gut. Ja, es ist halt alles ein bisschen viel, ne, gewesen oder ist im Moment alles sehr viel, ne. Muss sich auch um alles kümmern und ja, und das schon über Jahre jetzt. Naja, mal gucken, wie das weitergeht. Also so schon okay, ne, aber manchmal sitze ich hier und denke, boah, das hältst du nicht mehr lange durch. Wisst ihr, ihr tut uns auch gut. Ja, also ich danke euch von Herzen, weil das ist wirklich hier mit dem Live für mich eine total schöne Entspannung, wo ich einfach mal Leuten was zurückgeben kann, die ich überhaupt nicht kenne, denen ich vielleicht einen Tipp geben kann oder ich empfange auch Tipps und freue mich darüber. Ja. Also vielen Dank. Mit Behinderung und Lernschwäche habe ich. Bad 7 Grad im Sauerland am Dienstag. Boah. Wir tun uns gegenseitig gut, ja. Also ich war gerade draußen, hier ist auch schon viel kühler geworden. Hm. Schwierige Situation für die Kinder, wenn die Eltern altern. Ja, das, was macht der Bruder vom Papa? Ach, der ist doch schon lange tot, der Michel. Es kommt ja immer drauf an. Den, ne? Ich habe mal gekannt. Den hast du gar nicht kennengelernt, nee. Auch die Schwester nicht. Und auch die Mama vom Papa nicht. Nee, du hast alle gar nicht kennengelernt. Es ist ja nun mal so, du hast Eltern und die haben im Normalfall, je nach Charakter oder wie sie konnten, alles für dich getan, ne?
Ist ja nun mal so. In der Regel, ja. So in der Regel sollte das so sein. Wenn man sich ein Kind wünscht, dann kriegt man ein Kind und dann wäre ich genauso. Würde ich alles für die tun. Ja, jetzt hast du natürlich das große Problem, wenn deine Eltern mal alt werden. Es gibt ja Möglichkeiten. Du kannst ja abschieben. Ne? Du fährst einfach nicht mehr hin. Du sagst einfach, interessiert mich nicht. Stopfst du einfach in ein Pflegeheim. Oder du stopfst in ein Pflegeheim. Oder, Nummer 4, du machst es selber. So, wenn solange es geht. Solange es geht. Aber wenn du dich dafür entscheidest, halt selber zu machen, jetzt machst du, da haben wir ja schon 100 Mal gesagt, du kümmerst dich um deine Mama, aber die ist ja kein Pflegefall. Nein, die ist kein Superpflegefall, aber sie ist ja nun mal allein und krank. Ja. So. Und dann mache ich schon viel. Aber das geht an die Substanz, sagen wir mal so. Naja, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Nee, kurzer Sinn und lange Rede. Ich könnte nie meine Eltern abschieben, genau. Und ich möchte das auch nicht, ich möchte für die da sein. Ich wäre auch für die Mama da, für den Papa da gewesen und für die Mama und für die Oma und für alle anderen auch. Ja, okay. Ich mache das seit 5 Jahren. Ja, Helene, dann weißt du auf jeden Fall, wie das ist. Meine Mama ist 76, wird im September 77, am 8.9. So viel über das Fing der Eltern, der Schwiegereltern erzählen. Ich habe Schwestern, die haben noch nie gefragt, kann ich mal ablösen. Ja, das ist schrecklich. Und dann kommt ja noch dazu, Elkes Eltern sind ja auch noch ziemlich fit. Die sind zwar weit älter als die Mama. Aber irgendwann, falls die nicht irgendwann, was ich nicht hoffen will, einfach mal so umfallen und sind tot. Ja, dann war meine Oma. Die ist einfach, die war ja kein Pflegefall, nix. Die ist einfach umgefallen, hat einen Schlaganfall gekriegt. Die war im Klo, ne? Und die hat immer, Schwierigkeiten mit dem. Mit der Toilette. Mit der Toilette. Und dann denke ich mal, dann hat die zu feste gedrückt. Und dann ist der beim Drücken eine Ader geplatzt im Kopf. Ja, dann hat die dann Aneurysma ist geplatzt. So. Ja, und das wird ja auch noch auf uns zukommen. Ne? Mhm. Also ich meine, gut, wir haben noch den Uwe, aber trotzdem, Naja, aber... Man muss alles auf sich zukommen lassen. Ja, man kann das ja nicht ändern, weißt du? Eben. Dir kann auch heute oder morgen was passieren oder mir. Ja. Ne? Ist eben so. Guck mal, wie viele gestorben sind. Aber da haben jetzt schon wieder Tote. Nee, ich will nicht mehr das Thema. Jetzt ist, so. Ja, jetzt reicht es. Ja, genau. Ach, nee, ja, ich bin mal gespannt. Wir wollten wissen eigentlich, wann die Sendung kommt von uns, aber da kann uns noch keine Informationen drüber geben. Grüße aus Berlin-Marzahn. Die Cindy aus Marzahn, die kennen wir. Was ist aus deinem Reaction-PC-Video geworden, Frank Michael? ja, der PC steht oben und Reaction-Videos wurden darauf noch nicht gemacht. Alke, man kann das Thema nicht immer ausblenden. Nein, aber wir sprechen ja... Mache ich ja nicht. Nee, wir sprechen aber oft darüber. Aber ich werde ja jeden Tag damit konfrontiert, also. Ja. Ja gut, bei der Elke ist ja was anderes. Sie kriegt ja alles mit. Ja. Yes, da kann man nichts ausblenden. Das weiß ich auch. Nein, kann man auch nicht. Aber nicht jeden Sonntag hier. Ach schön, dass deine wächst, deine Bananen. Was, yes. Geh mal auf den Klo und muss eine Wurst rauspressen. Also das wäre so ein Blau. Pass auf, naja. Als junge Frau. Alter, nimmst du jede Menge Oma. Was macht eure Bananenpflanze? Da wächst gar nichts. Die ist nicht gekommen. Und von der Simone, die ist schon so hoch. Boah, ich ärgere mich, ey. Das ist jetzt schon das zweite Jahr. Ich glaube, ich hole mir doch noch mal eine und dann pflanze ich die aber nicht ins Beet, sondern in den Topf. Ich habe ja den großen Topf da. Ich möchte unbedingt so ein Bananending im Garten haben. Also ich verstehe das nicht. Eine Tür weiter, überlebt die. Aber hier überlebt die nicht. Ja, weil hier kommen Sachen wieder aus der Erde oder hier aus der Blumenpötte.
wo ich gedacht habe, die wären kaputt, die ganze, ja, jetzt in der Garage, stand das halbe Jahr. Schon wieder so lang. Wir machen, ja, genau, Cannabis. Nee, das mache wir produzieren nicht, das Cannabis. Stinkt. Ich finde ja aber schöne Pflanzen. Und die wachsen ohne Ende, ne? Die sehen aber nicht schön aus. Ja, in was für einem Hotel war die in Calaratiada? Was, wie hieß das noch uns? Ach, ich weiß es nicht mehr. War aber langweilig. Ja, für dich war es lang, ich fand es schön. Ah, und der Pool war klein, ne? Aber ich das Essen war super, ne? Das war das beste Essen, was ich jemals in einem Hotel hatte. Das Beste. Muss ich echt sagen. Sauber, war sehr sauber. Ja. Pool war klein, aber es hat doch gereicht. Ja. Ja, aber mir war es langweilig. Ja, weil da keine Musik war. Du willst ja immer Remi Demi, aber man muss sich auch mal erholen abends. Kommst du Remi Demi haben? Ja, noch eins. So. Wie hieß das noch? Wann kaufst du dir einen neuen Wagen? Früher hast du ja die Autos aufgewechselt. Ja, ich warte, bis der noch ein bisschen dreckiger wird, dann tue ich den weg. Da ziehe ich den ein. Dann holen wir uns einen anderen, ne? Ne, wenn der jetzt gelb ist, das ist doch scheiße. Er war jetzt weiß. Und mein neues ist braun. Er war vorher schwarz. Cannabis, egal, ob schön, nur die Wirkung zählt. Ne, ich kiff ja nicht. Jetzt wollen sie so noch verführen zum Kiffen, hast du gemerkt? Hier der Frank Templin, der Frank. Hey. Ja, und dann kifft man heute und morgen fährst mit dem Auto, dann hast du den Führerschein weg. Nee, nee. Genau. Das wollen die ja nur erreichen. So, Frank, ich bin dir für Kraft und hole Hilfe von heim. Ich muss 2 Stunden in der Woche, jetzt 2. Monat 80 Euro zahlen von 192 Euro Pflegegeld. Wieso, kiffen ist doch gut, ist doch erlaubt. Und wenn das nicht gut wäre, wäre das nicht erlaubt worden. Also kiffen muss wohl das Beste sein, was im Moment so aktuell ist. Ja, hol mal eine Tüte. Ja, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die kommen mit der Tüte. Ja, ich auch, am Dienstag. Ja, ganz normal wie Zigarette. Ja. Naja, gut. Von mir aus können die kiffen, wie sie wollen. Allerdings, ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finde mit der Legalisierung von Kiffen, vom Cannabis. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn haben soll. Aber die haben ja gesagt, die wollen damit den Schwarzmarkt bekämpfen. Ja gut, da verkaufen sie kein Haschisch mehr, da verkaufen sie Koks. Super. Wird demnächst auch legalisiert. Hallo Katrin. Hast du gehört? Hm? Wird demnächst auch legalisiert. Was, Kokain? Quatsch. Und den mag man ein bisschen anzukurbeln. Ich wollte mal wissen, wie ein Kinderzimmer, wie war es so? Ja, ich hatte die Essensmarken, ich habe die ja immer für einen Monat gekauft. Und dann habe ich die verkauft und habe mir Süßigkeiten gekauft. Und habe dann gesagt, die wurden mir geklaut. Ja. 2 Mark haben eine Essensmarke. 2 Mark, die waren klein und rot. Rosa, ne? Rosa. Rosa. Die waren, ich weiß noch genau, wie die aussahen, war so ein kleines Viereck drauf. Dann musst du das stempeln und dann hat sie deinen Stempel. Ja. Echt? Genau, du musst es stempeln. Ja, Stempel auch gemacht. Ja, genau. Und wenn du nicht gestempelt hast, musst du sie warten. Eventuell kriegst du das Essen oder nicht. Wenn du Pech hattest, dann haben die gezählt, wie viel Essen gestempelt wurde und haben die nur so viel Essen gemacht. Genau. Und von der Regina Hecker, die bei mir in der Klasse war, war die Mutter in der Küche. Deswegen habe ich immer das Essen gekriegt. Ach so. Nee, ich habe das verkauft, hat der Essensmerk schon, die 2 oder so ein ganzes. Da waren, glaube ich, über 5 in einem Päckchen, ne? So fest, ne? 10 Stück, glaube ich. Oder 5. Ja, genau. Ja, und dann habe ich dem Papa erzählt, die wurden mir geklaut und ich bin dann mit dem Geld von dem Essensmärkchen, bin ich dann gefahren am Wischheimer Straße an Bütchen. Nee, wir waren nicht in einer Klasse. Aber in einem Jahrgang. Ne? Ja, ein Jahrgang. Aber da gab es ja mehrere. Der Frank hatte genau die gleichen Freunde wie ich. Hattest du Freunde? Ja, Schulkameraden, ne? Elke, ich würde es im Friseursalon anbieten, kostenlos. Was? Ach, Cannabis. Cannabis, ey, genau. Wir bauen Tüten und stellen die da so hin. Im Fenster. Ja, meine Tante, die war auf Mauritius im Urlaub und dann sind die Tüten stehen da auf dem Essenstisch. Ey, der Rainer. Wie schön. Hey.
Rainer Stern ist hier, ne? Das ist mit Abstand der beste Elektriker. Also ein Genie, der. Das ist übrigens der Typ, wo ich erzählt habe mit dem Smart Home, mit den Fensterläden und so weiter. Der repariert Mercedes Elektrik. Der kann alles. Der macht Smart Home, der repariert hier Kaffeemaschinen, wenn er Zeit hat. Und ein ganz feiner Kerl. Und schlau, also. Boah. Der weiß alles. Echt? Mit dem kannst du über alles unterhalten. Der kann dir also auf alles eine Antwort geben, ne? Unglaublich, der Typ. Geil. Rainer Stern, ich werde gleich froh. Nee, das ist, Rainer, das ist schon geil, ey, was du so drauf hast. Ja, finde ich auch. Ne? Man glaubt ihm alles. Naja, doch alles aber stimmt. Ja, sagen wir mal so, der, doch, was er dir erzählt, schon, ja, macht er auch. Hand, ja, ne? Stimmt. Habt ihr euch schon in der Schule gut verstanden? Wir kannten, ja. Wir kannten uns ja so gar nicht. Hat mich gar nicht interessiert. Die war mir viel zu klein. Der war mir viel zu dick. Dann kann der Rainer mir demnächst Lampen aufhängen. Nein, ich habe doch gesagt, Gary, elektrisch. Lampen doch, aufhängen, das kann der Frank auch. Aufhängen kann ich die, aber anschließen mit Smart Home, das kann nur Rainer. Der programmiert auch die Smart, der programmiert sogar die Alexa. Der nicht Alexa sagt dem, was er zu tun hat, sondern er sagt der Alexa. Du machst jetzt meine Haustüre auf. Und dann sagt die Alexa, ja, danke, da ich das machen darf. Der Rainer hat ja seine Frau programmiert. Ja. Was meinst du, wird die funktioniert? Die funktioniert auch, ja. Ist ja auch Elektrik, ja. Aber anschrauben und anklemmen ist immer noch ein kleiner Unterschied. Wenn wir einen Elektriker rufen, wir alle Rainer. Rainer Stern. The best man. Ne? Ja. Schön, dass ihr da seid. Hallo, Conny. Ne, so einen Rainer muss man haben. Boah. Elke hatte Probleme mit ihrem Fahrersitz. Ne, Beifahrersitz, ne? Ja, da hatte sich eine Fußmatte drunter eingeklemmt. Genau, und hat die ganze Elektrik abgerissen. Zack. Und davor, der sitzt nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Der hat gar nichts mehr gemacht. Was habe ich gemacht? Rainer. Wir sind irgendwann zu Rainer gefahren. Der Rainer baut den Sitz aus und sagte, ach ja, ich sehe schon, was das ist. Das ist die Kiste, die da unten drin ist und das ist verbogen. Und das können wir neu machen. Die Kabel schneide ich erstmal ab. Zack, ich denke, Alter, will mich verarschen. Wie, die Kabel schneide ich erstmal ab. Ja, die löte ich gleich wieder zusammen oder ich besorge einen neuen Stecker. Hat er geguckt, nee, Stecker gibt es dafür keine mehr. Muss ich zusammenlöten. Ich denke, oh, ja, was macht der bloß, ne? Ja, was ist der Sitz? Perfekt. Guck mal, der Rainer schreibt. Wo schreibt Rainer? Ah ja. Anja klingt auch fast bei Alexa. Ach, deswegen. Ja, wie Alexa. Deswegen. Rainer. Ja, auf jeden Fall sitzt Tadet dann wieder. Ne? Perfekt. Ja. Und das Schöne ist, der hat auch das ganze Werkzeug dafür. Ich glaube, der hat irgendwann mal bei Wirt eingebrochen und hat den ganze Werkzeug geklaut. So viel Werkzeug kann kein Mensch haben. Doch, du hast auch so viel Werkzeug. Na, aber nicht so sortiert wie der Rainer. Nee, das ist eben der Unterschied. Das ist Rainer und das andere ist Frank. Du, bevor du irgendwie was suchst, gehst du lieber in den Baumarkt und kaufst dir neu. Das ist so. Ne? Wie viele Schrauben du hast? Ich habe eine Schraube locker. Unnormal. Oh la la, Elke, ist deine Bluse Leopard oder Tiger? Ja, wo ist jetzt der Unterschied, ne? Ein Leopard hat doch Punkte, ne? Und Tiger hat doch Streifen. Eben, und ich bin Leopard. Hey, der Stefan Pribus ist wieder da. Ich bin gespannt, was der uns diesmal erzählen will. Aha. Hast du Essen bestellt? Nee, mache ich nicht. Frank, lass auch mal wieder normal programmieren. Und direkt was Schönes. Und direkt was Schönes. Deine Traumfrau war sie ja noch nie. Lass die Elke auch wieder normal programmieren. Und direkt was Schönes. Deine Traumfrau war sie ja noch nie. Was ist denn linke Sau? Was? Wer? Deine Traumfrau war sie ja noch nie. Das ist ein Interesse. Wer? Der Massimo. Der Drecksack. Ach so. Ach, Massimo, ist nicht schlimm. Diese Woche machen wir die Kaffeemaschine. Damit wir wieder wollte ich gerade sagen, da bin ich mal gespannt. Ach so.
So. Der Max, ne? Der Sack. Also wie gesagt, ich glaube... Oh, das ist vorbei, du. Warte, da ruft der Max gerade an. Ja? Hey, 15 Euro. Alles klar. Ab morgen. Ab morgen 15 Euro. Und bitte vorher alle anrufen im Rösrather Möbelzentrum. Ach Quatsch, Rösrather Möbelzentrum. Reifenzentrum Rösrath. Ja, genau. Alle mal anrufen und sagen, hey Massimo, ich finde das total geil. Oder lasst euch immer den Massimo geben. Dann freut er sich. Weil der hat jetzt ein Headset. Der hat weißt ein Headset. In der einen Hand der Staubsauger und der Putzlappen, im anderen Hand das Headset. Und dann freut sich total, wenn jeder anruft. Ne? Mäxchen. Eine bessere Frage. Na, warte. Hallo, Sandra. Warum bestellen wir ein Essen für deine Mama? Habe ich doch schon längst gemacht. Ich habe doch die auch Leute glauben alles, ne, wenn du irgendwas... Nein. Aber wieso geht das denn jetzt? Schreiben die doch ziemlich zeitgleich alle. Merkst du das? Ja. Ja, weil wir mehr reden über ein Thema. Wenn ich jetzt sage Essen und dann Auto fahren, neues Auto, dann kommt irgendwann Essen und dann kommt später das. Also wir müssen länger an einem Thema bleiben. Dann ist das auch für die einfacher. Mhm. Das Irrpartei steht dir gut. Danke, Claudia. Das Kerstin ist auch da. Hallo. Da kommt auch manchmal Werbung. Ja, das haben wir auch schon gehört. Das wussten wir nicht. Ja. Weil wir sehen keine Werbung. Ist das von New York? Ja, das ist von New Yorker. Er gekauft nur bei New Yorker. Und na, ist gar nicht, war auch bei H&M. Ja, gut, aber immer so in den Läden. Ne? Ja, weil die haben, ich habe ja halt dieses XS, Größe 34. Und das ist ja immer schwer zu kriegen, ne? Ja. Ich bin ja so von, bin ja klein und zierlich. Und wo waren wir denn? Waren doch zuletzt irgendwo mal. Die hatten wirklich nur für so, ja, so konservative Frauen und kräftige. Also das musste ich direkt wieder rausgehen, da war ja nichts für mich. Aber meinst du es auch schon so verwaschen? Was? Die hat auch, die Kerstin hat das auch. Das hier. So, ich hab das heute das erste Mal an. Ja, Elke kauft sich immer Sachen und da hängen noch die Preisschildchen dran. Wenn ja, hab ich, da war nichts mehr dran, das hat schon mal abgeschnitten. Hat's das schon mal an? Ich hab das aber schon mal durchgewaschen. Es dauert ja, bis man anfängt, auch immer was, einen Text zu schreiben. Ja, ja. Ah, da ist der Stefan. Ich habe versucht, bei einem Gewinnspiel für ein DAB Plus Radio mitzumachen. Ja, bei 80s bestimmt. Bekomme seltsame Meldungen, unsichere Verbindungen, sehr merkwürdig, was da abgeht. Also ich glaube, der Rainer Stern kann dir aber so ein DAB Plus Radio besorgen. Also, Rainer? Kunde. Frank, ein Traum, Größe XS. Kannst ja fast in jeder Kinderabteilung kaufen. Der Karneval, ne? Ich hole mir auch 164. War oder beim auch Deiters. Schon mal 158. Also war mal beim Deiters, hat die sich so ein Overall geholt. Und als du nachher in die Kinderabteilung gegangen hast, schon 164, ne? War das? Mhm. Hat die sich schon 164 geholt. Perfekt, sogar in der Farbe, wie ich wollte. Das hatten die für Erwachsene gar nicht. Ja. Ne? Der sah gut aus. Lebt denn noch das Pärchen aus Düren, wo der Mann in China ging zum Arbeiten? Das ist die Marita und der, ist der nicht Wolfgang? Ist ja, er ja, von der Dings die Mutter und der Vater? Von der, die mit der Hunde? Nee, das war Sissi. Nee, der Stefan, der braucht das nicht für das Auto, Rainer, der braucht das für zu Hause. Hallo Stefan Privus. Liebe Grüße aus Köln, Fan der ersten Stunde, hallo Natascha. Ich habe ruhig selbst und finde bald coole Klamotten. Ja, es wäre echt super. Was kostet es verschenken, zu verschenken, hat keiner was. Also Rainer, ja, leg dich ins Zeug, ne? Verkauf dir jetzt so ein Radio, wenn du eins hast. Ne? Ja, der Rainer hat aber auch alles da. Der Rainer hat alles, ja. Meine Fresse. Siehst heute besonders hübsch aus. Oh, danke schön.
Ja, die fahren mal duschen ausnahmsweise. Aber doofer Scherz, ich weiß. Hallo Heike. Ach, Heike, darf ich schon nicht mehr sagen. Nee, habe ich heute Mittag schon gesagt. Im Ober. Achso, nice. Heike Jansen. Heute Mittag habe ich schon zur Elke wieder Heike gesagt. Aber auch nur, weil die oben laut waren. Ich finde gut, dass Elke Kindergrößen tragen kann. Genau wie Anja Delikatessen sind halt immer kleiner. Oh, du kleiner Schleimer, Rainer. Was? Was ist denn? Delikatessen sind halt immer klein. Und leben die zwei noch? Waren doch befreundetes Bärchen deine Eltern. Ja, ja. Der hat ja Geldmaschinen aufgebaut. Wie hieß der denn nochmal? Wolfgang? Nee, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, sie hieß Marita. Die habe ich auch nochmal getroffen hier in Düren vor ein, zwei Jahren. Johnny, der Johnny war das. Genau. Guck mal, ich bin heute wegen Stefan hier. Oh, Bettina, das ist ja cool. Da würde er sich aber freuen. Was ist ein DAB Plus Radio? Da hört man schon mal gern wissen. Ein DAB Plus, da kriegst du so Internetsender mit. Zum Beispiel 80s, 80s, 90s, 90s. Da brauchst du dich doch nur einen Alexa dahin zu stellen. Ins Auto? Ich denke, das ist für zu Hause. Ach so, was weiß ich, wo der will. Du eben hast noch gesagt, er will das nicht für das Auto. Ja, ich gehe davon aus, dass er das nicht für das Auto braucht. Ja, der hat ja kein Auto, der fährt doch mit dem Bus. Hat er doch zuletzt geschrieben. Ja, dann braucht er eins für zu Hause. Ja, dann hol dir dann eine Alexa, da brauchst du kein Radio. Genau, der Johnny. Nee, digitales Radio ist DAB. Digitales Radio. Ja. Rainer Stern, Digital Audio Broadcast. Also, wenn ihr einer recht hat, ne? Dann ist es der Rainer. Dann ist es der Rainer. Und sonst keiner. So. Mal trinken. Red Bull, verleiht Flügel. Mach dick, Schatz. Rainer Stern, lustig. Es knackt stark in der Leitung. Zuschauer, es kackt stark in der Leitung. Schon gedacht, der eine wäre schon wieder vom Klo. Frank singt nochmal Stand by Me, das war super. Ja, ja. Nee. Ich kann das ja mal hochladen. Da war doch wohl mit dem Kennis. Dem Kennis geht es übrigens wieder besser. Ja. Ja, der hat seine Schädeldecke eingesetzt bekommen. Und der kann sogar, der hat meiner Freundin, der andere, geschrieben. Genau. Der also kann wieder schreiben. Ja, er lag lange Zeit im Koma, 3 Monate. 3 Monate. Ja. Ja, ist schon schlimm, ne? Wenn einer umfällt und ist krank. Und das ist nicht aber er hat geschrieben, er ist wieder auf dem Weg der Besserung. Das war aber ein kurzes Gespräch. Mama hat angerufen, aber ihr wisst das ja, wie immer. Und wie geht es denn gesundheitlich? Sind die noch fit? So, der Schwager, aber ich frage ja ein paar meine Freunde. Ja, ja. Also sie auf jeden Fall, die Marita ist noch fit. Wer sind das? Ich kenne die ja nicht. Die haben wir aber, glaube ich, zusammen getroffen. Auch eine ältere Dame geworden. Habe ich gesagt, der baut Maschinen, Papiermaschinen. Ja, Geldmaschinen baut der. Boah, also, wann habe ich ihn denn getroffen? Boah, weiß ich nicht mehr. Hallo Martina. Geldmaschinen, das hätte ich behalten. mit dem hätte ich mich direkt angefreundet. Der Johnny hat erzählt, da wo der die Papiermaschinen aufbaut, also die Maschinen aufbaut für Geld, ne, sagt er, es liegt nirgendwo ein Krümmel Papier. Du kommst nicht an das Papier dran. Gar nichts. Auch nicht, wenn die Probedrucke machen. Irgendeiner hat mir mal erzählt, auch hier von der Bank, da wurde noch D-Mark gehortet. Neu gedruckte D-Mark. Hat mir auch irgendwann erzählt. Die aber ob gedruckt. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass wir die D-Mark nochmal wieder kriegen. Echt? Das war bestimmt schon 3-4 Jahre her. Aber irgendein Bekannter oder Verwandter von demjenigen arbeitete da. Die haben gesagt, die wären D-Mark am Druck. Ob das stimmt? Oder ein Ammenmärchen war? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, das ist Spaß, dass jemand ein DAB-Radio anbietet. Nein! Wir machen hier keine Späße. Wenn der Rainer sagt, er hat ein
Jeder Ding, Radio für dich, dann hat er auch eins. Aber er hat ja noch gar nicht gesagt, dass er eins hat. Ach so, er hat noch gar nicht gesagt. Nee, ich warte ja immer noch auf die Antwort von Rainer. Der Rainer, also Rainer hat eben was geschrieben. Rainer, der Experte. Der hat doch eben gefragt, für da oder da. Ja. Vor allem, wenn eine Krankheit so unerwartet kommt, ist echt schlimm. Ja. Was habt ihr noch für Vorhaben in der Zukunft? Tja. Wenn wir alle gesund bleiben, wäre das eigentlich cool, ne? Keine Ahnung. Aber wir lassen immer alles auf uns zukommen. Wir planen nichts. Nö. Oder? Nö. Was soll man noch planen? Wir machen das, wozu wir Lust haben, soweit wir können. Ja. Ja. Genieße jeden Tag. Ja. Wie heißt das auf Chinesisch? Keine Ahnung, ich kacke Chinesisch. Mandarin. Hu Wen Lang Yang. Die zwei waren doch eine Zeit lang in China. Ja, genau. Johnny war immer in China. Hallo Gabi. Dankeschön. Carpe diem. Carpe diem. Was heißt das? Genieße den Tag. Ne? Carpe diem. Wie? Carpe diem. Wie? Carpe diem. Diem. Keine Ahnung. Was kennst du nicht, ne? Wann kommt da noch mit Kerstin? Wir wissen es nicht. Ich glaube im Mai. Die sagen uns ja nichts. Die haben uns noch nichts verraten. Die wollten uns verraten und dann haben sie, aber die haben gesagt, es käme Zeit. Ne? Ja. Also, für zu Hause habe ich keins mehr. Braucht man eigentlich auch nicht mehr, wenn man Alexa hat. Die spielt ebenfalls alle digitalen Radiosender ab. Ich bin schlau. Also ich wusste genau, dass der Rainer eine Antwort parat hat. Und das hat die Elke eben auch schon gesagt. Und ich bin so schlau wie der Rainer. Fast. Carpe diem ist lateinisch. Ey, wir können lateinisch. Hey. Ich kann kein Lateinisch. Genieße den Tag, richtig. Ach so, Mai vorgemerkt. Wird gut, wird gut, genau. Also du kannst ja ein bisschen Italienisch, deswegen wusstest du das. Alla faccia di Gigi vuole mare. Si. Zum Beispiel Silberhochzeit oder besser gesagt, was möchtet ihr denn noch erleben? Ja, natürlich wollen wir uns das, ja noch die Goldene wollen wir erleben. Wie wir. Du? Ja, wir. Nee, wir wollen, na klar. Was ist denn Silberhochzeit überhaupt? 25 Jahre. 15? 10 Jahre. Wir sind jetzt 15. Noch 10 Jahre. Boah. Nö, was wir doch gerne erleben möchten. Ja, ich würde gerne noch ein cooles Format mitmachen oder so. Fernsehen, hätte ich Bock drauf. Ich möchte mich einfach wohlfühlen. Ich möchte, dass es uns gut geht. Ich möchte gerne noch viele schöne Dinge erleben, die ich vielleicht guck überhaupt mal, nicht kenne. 479 Zuschauer, 487 Zuschauer und nur 49 Likes. Sehe ich gerade. Boah, das ist eine Unverschämtheit, ne? Wir geben uns so eine Mühe, ne? Echt, ey. 50 ja. Likes. Ah, komm, geht doch. Das war bestimmt der Max. Jetzt fehlt noch der Rainer Stern, der einen Daumen hoch macht. Aber ich bin ehrlich, ich würde das, glaube ich, auch vergessen. Aber manchmal gebe ich uns auch selber ein Like. Ich immer. Ja, ich gebe sogar meinen eigenen Antworten einen Daumen hoch und Herzchen. Ehrlich? Ja. Ach, du bist das. Sie heißt Angie von Burg und Rainer. Nee, die sind doch tot. Also der Rainer ist tot von der Angie. Die hatten mal ein Restaurant da, genau. Ey, sind wir schon auf 80? Siehst du, es geht schon, ne? Muss nur jetzt sagen. Ja, muss sagen. 83, wow. Kann man das währenddessen machen? Was? Liken. Ja, klar. Ganz hier unten unter dem Bildschirm ist dann Daumen hoch und Daumen runter. Ach, guck, jetzt geht das. Jetzt sehen Sie das auch. Ja. Wie geil. Ich möchte euch gerne mal live sehen, ihr Lieben. Ja, ihr wisst doch alle, wo wir wohnen. Ups, hab schnell nachgeholt. Guck mal. Ey, 92. Ey, dann schaffen wir auch die 150. Nein, die 488. Viel Allgemeinwissen hat die Elke aber nicht. Ja. Ich auch nicht. Wir waren auf der gleichen Schule. Ja, wir können doch kein Allgemeinwissen haben. Wir machen demnächst mal grünen Spargel. Oder ich mache den. Was ist denn grüner Spargel? Das mit dem Fettrand drumherum. Ach so. Weißt du? Den darfst du aber nicht abschneiden, den Fettrand.
muss am Spargel dran lassen. Das ist die, der zieht dann mit in den Spargel rein und dann ist das lecker. Okay. Ja. Ich habe da ein cooles Rezept für grünen Spargel. Boah, super geil. Kann ich mal machen. Super lecker, ne? Mit Paniermehl. Und durch diese Rösterraum, dann schmeckt der. Super lecker. Wir sind erst bei 117 Daumen hoch. Also noch 33 müssen aber sein, ey. Ja, 18. Grüner Spargel muss man nicht schälen. Genau. Schau dir Kampf der Realität, ist das aber natürlich. Was ich nicht gucke, ist Big Brother. Weil das interessiert mich wirklich nicht. Ich habe mich so darauf gefreut, aber das ist ja wirklich langweilig. Wie viel die Folge? Aber man kann die doch schon vorgucken, ne? Ja, du kannst die vorgucken. Warte. Die Folgen. Kampf der Realität ist das. Oder wie kann man das? Also ich habe noch keine gesehen. Ey, jetzt kriegen wir aber Herzchen hier. Ich mag lieber den weißen Spargel. Ein kleines Spargelbuffet gemacht. Ich finde, der ist immer so... Mit Sauce Hollandaise schmeckt der lecker. Also wir essen überwiegend Spargel lieber aus dem Glas. Weil das gefällt mir dazwischen, ne? Obwohl ich den immer gut schäle, aber mir schmeckt der besser. Der Bernd, grüner Spargel. So machen wir das auch mit dem grünen Spargel in Butter. Und dann lecker schön Bröselmehl drüber. Oh, super, oh. super lecker. Frank, ich bekomme Radiosender über das TV. Aber der Nachteil ist, man muss immer den Fernseher laufen lassen und ich denke, das sind Programme, die über Satellit kommen. Ich habe nichts mit DAB Plus zu tun. Aber du hast doch eben nach DAB Plus gefragt. Der Besammer, ich glaube, der ist irritiert. Der Weiße ist auch noch zu teuer. Schon die Folge von Kampf der Realität hast geguckt? Ne, die zweite Folge noch nicht. Ja, wir schauen uns lieber Frank und Elke an, weil hier können ja noch was lernen, besonders von mir. Weil ich ja so ein großes Allgemeinwissen habe. Ach guck mal, das hat sich aber doch getroffen jetzt, ne? Jetzt aber du weißt ja doch ganz genau. Du sagst doch immer zu mir, wenn doof ist, braucht nicht viel zu tun. Ne? Oder nein, das habe ich ja gar nicht anstellen. Gesagt. Nein, aber du weißt doch ganz genau, dass wir kein großes Allgemeinwissen haben. Aber wir sind beide gleich. Ne? Wir sind beide gleich, aber wir haben ein gutes Herz. Scheiß auf Allgemeinwissen. Ich will nicht wissen, was ich für eine IQ habe und ich will auch nicht wissen, wer 1932 der Bundesminister war. Ach, das ist mir ja. Wimpern perfekt. Wir haben heute Partnerlook, die Marie. Hallo. Ah. Ey, wieso hast du das gleiche an Marie oder das gleiche wie der Frank? Wieso? Der Partnerlook. Dieser kein Junge. Er hat geschrieben, wir haben. Ach, Elke, wir haben Partnerlook. Also hat die Marie heute das gleiche an wie ich. Siehst du, Marie, ich wollte dich auch eben noch aus dem Auto angerufen haben. Und die Simone hat heute Spargel. Und dann war ich fast am Einschlafen. Nee, Simone hat heute Spargel. Geschälten. Die macht es sich einfach, weißt du? Die geht dahin, sagt sie, ja, hier ein Kilo Spargel für 37,50 Euro. Geschält. Aber direkt geschält. Ja, kostet ja überall mittlerweile. Genau. Das ist ja witzig mit der Marie. So, sondern der ist lecker. Ihr habt Herzensintelligenz. Wir haben, ja, Intelligenz immer nicht gerade. Oder ein bisschen. Ja, da komm, so schlecht muss man es ja auch nicht machen. Ne? Also wenn ich stroh doof wäre, wäre ich nicht schon seit 30 Jahren selbstständig. Ja, das stimmt auch wieder. Also. Ja. Grünes Red Bull, genau. Ich habe gestern ein ganz liebes Geschenk bekommen von der lieben Sarah. Die kennt er ja mittlerweile, die auch zur Mama fährt. Ja, der hat uns. Und da war ein Kätzchen drin. Nein, mehrere. Mehrere. Da war Schokolade drin, da war so ein Ball drin für die Badewanne. Masken. Eine hier Peeling war drin, dann eine Schaummaske von Rital. Zwei Masken. Zwei Dosen von Red Bull. Echt? Ja, eine hatte ich gestern schon mit ihr getrunken. Karuba, keine Ahnung, was das ist für ein Geschmack hier. Aber lecker. Elke, meine Frau fragt, was du für einen Nagellack hast. Ja. Pink.
Aber der ist auch nicht mehr schön, der ist auch schon. Muss ich neu machen. Aber wie immer von. Trennet ab. Ach, ich habe neuen geholt. Zeige ich euch. Schöne Farben, den werde ich ausprobieren. Auch schon mal noch nicht ausprobieren. Ja, ja. Die holt sich immer neue. Ja. Also die Dinger kosten ja auch nichts. Die kosten, glaube ich, 2 Euro. Ach ja, lass sie sich doch scheiß Nagellack holen, wenn sie sich drauf freut. Ach. Ne? Das war verwirrend. Ich meine, ich höre Radioprogramme, das Fernsehen nicht über DAB, muss den Fernseher immer umschalten. Das nervt, wenn der Bildschirm wird überbelastet, der nutzt sich ab. Ach so. Jetzt habe ich den. Der ist auch von Trended Up. Der M-Markt. Das sind aber diese kleinen Fläschchen, diese Mini-Fläschchen. Das sind jetzt hier, Moment, die großen, ne? Moment, so, ja. Der ist neu, glossy. Der ist bestimmt schön. Der ist schön. Und der hier ist mega, die Farbe. Den mache ich mir morgen. Ich nehme den kleinen hier. Auf die Fußnägel. Ja, das haben wir mal gemacht. Da haben wir sogar noch ein Video auf einem ganz alten Handy oder Bilder. Da haben wir uns gegenseitig die Fußnägel lackiert. Weißt du das noch? Dann haben wir davon Fotos gemacht. Ja, stimmt. Das muss auch auf irgendeinem Handy drauf sein, Schatz. Auf einem ganz alten. Oder ein Video. Ich weiß es nicht mehr. Ich war bei der Massage in Köln-Rath. Die beiden Thai haben super massiert. Ich habe den Chef dann nach den Namen gefragt, weil ich wieder von einer der beiden massiert werden möchte. Dann waren die aber richtig gut bei Massimo, wa? Ah, der steht ja auch auf sowas, ne? Was stand der schon immer drauf? Der wollte immer eine Thai haben. Hat er ja nicht gekriegt. Nee, jetzt hat er einen Peter. Auch hat sie auch alle drei, die Sonja, siehst ja. Du? Der hat ja steht auch auf so Farben, schön. Der Chef sagt dann, das sind Tau und Tau. Also die von der Massagepraxis, der Chef hat da gesagt, das sind Hau und Tau. Nette Pantau. Ich hau mich weg, ey. Tau und Hau, Tau. Ach nee. Ich habe jetzt die Verstärker. Frank, ich habe jetzt die Verstärker Zimmer geschenkt bekommen, von der letzten Woche geschrieben. Meine Fresse, Stefan, ey, was schreibst du denn da? Frank, ich habe jetzt die Verstärker Zimmer geschenkt bekommen. Verstehe ich nicht. Von der letzten Woche geschrieben. Wovon ich gehe mal von aus, wovon ich letzte Woche geschrieben habe. Stefan, du bist geil. Ach, die Antenne. Ich habe jetzt die Verstärker-Zimmerantenne geschenkt bekommen, wovon ich letzte Woche geschrieben habe. Mensch, Stefan, schreib das doch anständig. Du bist so geil. Wirklich am Arsch. Geil. Ach, der ist auch Elke, die das geschrieben Elke. Hat. Ja, ich weiß. Ach, wir sehen das doch gar nicht so schlimm. Ne? Wir wissen doch, dass die Merkel unsere Bundeskanzlerin ist. Ne? Oder? Mhm. Ja. Und der, wie heißt der, Joschka Fischer ist unser Bundespräsident. Richtig, tut mir leid. Ist ja nicht schlimm, Stefan, aber das ist lustig. Ich brauche noch 7, gefällt mir. Da sind 143. Das ist doch scheiße. Ich krieg keine gefällt mir. Das sind alles Leute, vielleicht denen wir nicht gefallen. Und uns trotzdem gucken. Ja, aber gucken ja jetzt gerade 487 Leute. Ja, und wir haben nur 142 gefällt mir. Guck mal, 494. Und jetzt ist es 146. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob das was bedeutet, aber das sieht ja gut aus, wenn da steht. 300 zum Beispiel. 300 gefällt mir. Oder 494. Ja. Habe schon geliked. Ja, auf die Kerstin kann man sich wenigstens noch verlassen. Der Max, der schafft hat ja wahrscheinlich nichts. Max, ja, wir wissen, wo der Daumen ist. Und Thomas Gottschalk ist der Papst. Ja. Ich auch. Thomas Gottschalk.
War der nicht Bundesaußenminister? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hätte sowas gehört eben im Fernsehen. Hallo Markus. Doch, das muss der gewesen sein, dieser Thomas Gottschalk. Außenminister Thomas Gottschalk fliegt in den Iran oder sowas, oder Irak oder was das war. Ne? Ich weiß nicht mehr. Ja, so komm auf jeden Fall bekannt vor, der Name. Ja, da hat mir auch schon mal was gesagt. Ich weiß, ich bin so speziell, wer mich kennt. Von dir würde ich mal gerne ein Bild sehen, Stefan. Hast du was gesüffelt? Wer? Nein, Silvia, der Stefan ist so. Ist so. Wir haben hier schon so viele Live-Videos gemacht und der wirft einfach irgendeinen Satz da rein, der nichts mit irgendwas zu tun hat, was wir schon besprochen haben. Und da muss man erst mal hinterkommen, dass der einfach geil ist, der Typ. Die Marke kann mich auch mal massieren. Günther Jauch ist der Finanz. Ja, das ist ja der Typ, der mit den Millionen um sich wirft, ne? Genau, deswegen auch Günther Finanzminister. Jauch. Deswegen ist er auch unser Finanzminister. Geil. Der ist ja auch schlau. Ja. Der ist schlau. Der liest doch alles ab. Hat gutes Allgemeinwissen. Auch der glaube ich nicht. So, Bakasu, aber ihr lest doch nur was vor. Wieso wollt ihr dafür ein Like? Von dir schön will ich gar keins. Nee. Komm, also, nee, ich will den nicht haben. Wenn er jetzt ein Like macht, dann will ich das nicht haben. Dann beschwere ich mich. Das sieht man ja gar nicht, dass die Picasso. Das heißt bestimmt Pikachu. Pikachu. Der guckt diese Pokémon. Echt? Ja, aber warum bist du denn hier, wenn es dir nicht gefällt? Also, das habe ich von meinem Vater geerbt. Okay. Ich habe gefällt mir gedrückt. Das ist dann ja die Sache. Ist ja dann, die Frauen auf die Kamera. Gucken wir mal, haben schon 170 von 505. 171. Hallo Ralf. Hi. Wer bietet mehr? Könnt ihr mir sagen, wo die Betty Boer habt? Die hatte ich aus eBay. Ne? Aber ich glaube, die gibt es nicht mehr. Echt nicht? So groß. Ich nie wieder gesehen. Irgendeiner hatte da auch mal nach gegoogelt. Nee, die habe ich extra für die Elke anfertigen lassen, von einem Künstler. Aus. Also die Figur ist von mir und der Kopf ist vom Frank. So, naturgetreut. Na Schatz, wie sehe ich denn aus? Danke, Vera. Die ist so süß. Die guckst du doch nie an, die steht schon seit 3 Jahren da. Du gehst immer unachtsam an der vorbei und du sprichst gerne mit der. Und jetzt auf einmal auch, die ist ja so süß. Guck mal, wo andere Leute zuhören, die ist ja so süß. Guck mal, ich habe da heute Morgen noch die Haare gewaschen. Dann habe ich dir die Wimpern gekämmt und die Lippen rot gemacht. Ja. Ja. Dann sagst du, ich kümmere mich nicht um die. Ja. Nee, vielleicht sollten wir auch so Podcast machen und über andere hetzen. Zum Beispiel. Das kann ich gut, aber... Da bin ich ja auch nicht besser wie andere. Nein, haben wir auch nicht nötig. Machen wir nicht. Aber wir könnten, ne? Über wen könnte man denn mal hetzen? Über den Erik Sindermann zum Beispiel. Och nö, der ist nett. Komm. Nein, der ist nett. Kennt ihr Erik Sindermann? Das ist der Typ mit der Krone. Ich finde den richtig gut. Das ist so ein netter, lieber Junge. Also ich mag den. Jetzt warte ich im Moment, bis sie schreiben, ja oder nee. Und dann sage ich, was ich davon halte. Hau, tau. Hau, tau. So heißt die. Ich habe mir doch eben Cola gemacht. Warte mal. Grünstraße. Die 4 vor. Nice Memories. Oh. Nee, der Sindermann ist komisch. Kann man gar nicht beurteilen, wenn man mit. Nee, also ich muss sagen, das ist echt nett. Das, also, ich könnte mich jetzt für Bekloppt erklären, aber ja, der ist nett. Scheiße. Erstmal habe ich ihn kennengelernt im Puff. Da waren wir bei Bert Wollersheim eingeladen zum Geburtstag letztes Jahr. Und da habe ich ihn erstmal kennengelernt. Da hat er mir erzählt, dass er noch bei der Mama lebt. Da habe ich gedacht, ach Gott, was ist das für ein Spinner. Aber jetzt haben wir ihn kennengelernt, der ist echt lieb. Cooler netter Typ. Junge. Ja, ja.
Aber und nicht doof. Nee. Das ist ein ganz. Du hast gestern im Video erzählt, der Elton ist von ProSieben entlassen worden. Der macht die Sendung, wer weiß denn sowas? Mache ich auch mal mit. Habe noch nie was gewonnen. Stefan, wie machst du denn damit? Sitzt du dann vom Fernseher und rätst mit? Mit Kelvin habe ich Streit. Ja. Kelvin Kleinen möchte ich nicht drüber sprechen. Das ist für mich das größte Arschloch, was im Fernsehen rumläuft. Frank, das darfst du auch jetzt nicht so sagen. Finde ich aber schon. Ja, das findet dich ja auch scheiße. Ja, ich weiß. Warum knackt das? Liegt das am Mikro? Katrin, ich glaube, das knackt nur bei dir, weil das hat noch bis jetzt noch keiner geschrieben. Vielleicht ist dein Computer kaputt. Oder dein Lautsprecher. Ja. Mit dem Smartphone über die App. Ach so, über die ARD-App. Ach so, bei ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Bei der knackt es auch. Ach so, ich dachte, du wärst schon mal in der Sendung gewesen. Hätte ja sein können. Nee, bei mir auch. Doch, bei mir knackt es auch. Ich höre mich bei mir knackt, bei mir ja, bei mir nein. Ich höre auch das Knacken. Bei mir knackt es. Hör auf jetzt. Ihr knackt aber nichts. Ich weiß noch nicht mal, wo das Mikrofon in dem Laptop ist. Das sind meine Knochen. Ich war doch gerade aufgestanden. Bei mir auch. Bei mir steht 535 Zuschauer. Da knackt nichts. Ja, eigentlich meiner. Kirschli, der adelige Entertainment und Show. Ich werde bald operiert. Ein paar Tage. Ja, was kriegst du denn gemacht? Doch, es knackt. Ihr habt recht. Bei mir auch. Hier knackt nichts. Bei mir knackt es auch. Das sind unsere Geister. Das sind unsere. Das ist, wenn die Kopfbewege geknackt hat. Knackt auch bei mir. Doch, es knackt. Ist ja jetzt gut. Mein einziger Freund, ich werde im September 60 zur Info. Gut, ich sehe nicht so aus. Ich würde mich sehr über ein gemaltes Bild von dir freuen. Bei mir knackt es auch. Du weißt, Schatzemann, was ne? Was ist das denn? Für ein Geräusch? Dass du schon die allerersten Bilder von mir gekriegt hast, aber ich schenke dir trotzdem eins. Übersteuert. Wie kann ich das denn ändern? Was ist hier einer der Rasen? Am Mähen jetzt mal ohne Blödsinn. Was sind das für Geräusche? Nee, glaube von eurem Lautsprecher. Wir haben keinen Lautsprecher dran. Speck. Der Vollastheim geht wieder besser. Seine Mutter ist ja leicht angeschlagen. Mein Hals knackt manchmal. Ich denke, das ist normal, wenn man alt wird. Ja. Nein, das Knacken kommt von euch. Ja, super, Rainer. Was muss ich machen? Der Rainer sagt jetzt, du drückst jetzt Control, Option, Command, S, F, G und dann ist das wieder in Ordnung. Und dann ist alles weg. Ja. Immer wenn ihr sprecht, knackt das hier, dann halt mir den Mund. Und hat es jetzt nochmal geknackt? Komm, wir machen jetzt mal ein Stoppelt. Alles sagen, dann ist das Knacken weg. Schweigen im Wald. Künstlicher Anschluss, Dünndarm. Alter. Das ist aber auch nichts Schönes, ne? Künstlicher Anschluss, Dünndarm. Was ist das? Was macht man dann? Ader rein oder was? Wenn man ist das ein künstlicher Ausgang oder eine Verlängerung vom Dünndarm? Ich weiß es nicht. Ein Ausgang ist ja. Aber du kannst auch einen Darm, glaube ich, künstlich verlängern, aber glaube ich nur den Dünndarm. Ja. Ich Darm nicht. Vielleicht haben wir zu übersteuert, vielleicht können wir das auch laut und Neustart, Neustart hilft, schreibt Rainer. Ja, wenn ich jetzt Neustart mache, ist alles weg. Nee, dann ist alles weg. Also müsst ihr mit dem Knacken leben. Aber ist ja auch nicht mehr so lange kommen. Ja, haben wir jetzt schon. Eine Stunde fünf gleich. Und ja. Er ist 190 von diesen Fingerchen da. Ja, und 519 Zuschauer. Dünndarm kann ja kein Eingang sein. Wieso? Was ist? Was macht ein Dünndarm, Ecke? Keine Ahnung. Was macht denn ein Dickdarm?
Da geht alles durch. Der ganze Driss? Alles. Durch den Dickdarm. Und dann? Geht er den Dünndarm über oder was? Das weiß ich nicht, was der für eine Aufgabe hat. Google das mal, bevor wir uns wieder zum Affen machen. Nee, ich will das nicht googeln. Ich hatte gerade ein Standbild, aber kein Knacken. Den dicken Darm, eine Wurstwelle. Simone Karl, was meinst du? Ja, die Simone wirft hier mit Sachen rum, ne? Ihr seid knackig. So schlimm kann es nicht sein mit dem Klang, sonst hätten wir nicht über eine Stunde geschafft. Genau. Eben. Ja, ja. Aber ich sollte mir mal die Haare waschen, ne? Was ist? Hast du hier so eine Träne tätowiert oder was? Das sieht man da gar nicht. Das sieht aus, als hättest du einen Filter drauf. Wo denn? Ach, jetzt hast du es schnell weggemacht. So, ach, wo denn? Weg? Das war von dem Mascara. Ja, weil ich mir eben die Augen gerieben habe, weil ich am Einschlafen war im Auto, weil ich müde war. Kannst du im Moment nichts machen, du müsstest das Notebook neu starten, ist ein Softwareproblem von Codec. Ja. Das ist es. Das ist reiner Stern. Ne? Den kannst du auch an deinem Computer dran lassen, da macht er dir irgendwelche Sachen und bereinigt die Festplatte. Ich kann das sogar von zu Hause auf und hier. Da war ich von den Socken. Ne? Ja. Wie der dir das gemacht hat. Ja. Wahnsinn. Die geht doch gar nicht allein mit der albernen Krone. Da hat er gar nicht mehr. Nee. Die zieht er gar nicht mehr so an. Ich glaube, die ist kaputt gegangen. Ja. Ach, der ist aber hübsch, ne? Ein hübscher Junge. Das ist, ja. Ich finde den hübsch. Künstlicher Darm ist mir mit Vorsicht zu genießen. Ja, das hört sich auch nicht einfach an, ne? Boah. Ich habe so einen Knacken im Nacken. Ich glaube, ich muss mal. Junge, Junge, Junge. So, könnte nichts mehr. 196 gefällt mir. Boah, ja, es knackt. Aber vergeben. Ach. 196, so. Wo ist denn die Schokolade von der lieben Sarah? Ist die in der Tüte? Ja. Ich muss mal ein Stückchen probieren, ob die auch lecker ist. Ja. Bringt die gestern so eine ganze Tüte mit Zeug drin, ey, Wahnsinn. Aber muss ich schon sagen, mir tut das auch gut, so mit euch hier so anderthalb Stündchen zu verbringen, mit euch zu quatschen, dann komme ich auch auf andere Gedanken, da freue ich mich sehr drüber. Dann bin ich mal ein bisschen entspannter, ne? Hör mal dann auf jetzt mit dem Krabbeln da. Also, hol den Stück raus und dann ist es gut. Aber ich habe ihn jetzt rausbekommen. Meine Güte, hängt die da 5 Stunden an dem Knisperpapier? Wie heißt der mit der Tüte, ne? Mit dem Auto. Erzähl doch mal, warum Calvin nicht dein Freund ist. Erzähl ich mal später. Hallo, Karin. Ja, ja, hier. Das gibt es bei der Elke jetzt. Ach, das schmeckt aber doch gut. Ja. Hm. Elke braucht Nervennahrung. Wenn du mit mir zusammen wärst, Conny, bräuchtest du das auch. Ne? Ich habe mich da schon dran gewöhnt. Das ist zart, bitter, aber lecker. Ich denke, du magst sie nicht mit Orange, die wolltest du doch mir lassen. Ja, aber ich habe gedacht, probier mal, die schmeckt nicht so dolle nach Orange. Normalerweise esse ich das nicht. Schmeckt mir sehr gut, kannst du vergessen, ist mir. Schlimmer wäre nur noch Banane. Fleischkatze, Vorsicht, Fleischwerbung. Ach so. Was mit der Schokolade? Keine Ahnung. Ach,
Das von was ist denn? Das Video von der Wohnung hat mir besonders gut gefallen. Groß Gisela. Dankeschön. Ja, das war auch gestern, ich muss sagen, ein emotionaler Moment, ne? Weil man denkt ja so nicht drüber nach. Aber wenn die Mama, die war ja nun mal gerade nicht da und denke ich, mach's mal ein Video, weil hier so viele Leute kennen ja eigentlich die Wohnung in- und auswendig. Ich finde den Chat doch super, dass ihr euch Zeit nehmt. Ja klar. Warum ich nicht haben, genau so wieder. Ach Frank, das glaube ich nicht. Habe genauso ein Exemplar, wie du es bist, neben mir. Wer schreibt das? Die Conny. Wie heißt die Haarfarbe von Elke? Ich habe ganz viele Strähnen. Ja. Und dann habe ich schon oft gesagt, in einem kühlen Blond. Mein CD-Spieler geht auch nicht mehr. Wollte ihn reparieren, aber das Ding ist so verbaut, Katastrophe. Ich denke, der Laser ist vom Rauchen verschmutzt. Ich habe sogar Reinigungs-CDs gehabt, geht nicht. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du so viel rauchst, dass dein Laser verschmutzt in einem CD-Player, aber da würde ich aufhören zu rauchen. Mit Alkohol geht das. Was? Sauber. Mit Alkohol. Elke, was? Wenn der so viel raucht, ne, der Stefan. Der Stefan Pribus. Dann ist das vergilbt. Wenn der jetzt eine 20 Quadratmeter Wohnung hätte und ist nur am Rauchen und er macht Fenster auf und dann kommt so eine Rauchschwade raus, hör mal, dann funktioniert da nichts mehr in der nächsten Zeit. Dann geht das alles auf Error. Ne? Das ist aber auch nicht gut, wenn man eine Wohnung raucht. Da hast du dreckige Fenster, hast du dreckige Gardinen, falls du welche hast. Das riecht alles nach Qualm. Das ist nicht schön. Ich meine, ich bin selber Raucher, aber... Ja, ist wie Treffen mit guten Freunden, obwohl wir uns nicht persönlich kennen. Ja, bin ich auch so müde. Ich finde Sonntagabende mit euch super. Das Thema Darm ist schon schwierig. Mein Mann hatte Darmkrebs. 2 Jahre gedauert, wie er normal auf Toilette gehen konnte. Damit haben wir auch im Freundeskreis auch jetzt 2. Was für ein Blond, habt mit dem vollen Mund das nicht richtig verstanden? Ein kühles Blond, einen kühlen Blondton habe ich. Der wird dann auch immer regelmäßig mit Silbershampoo bearbeitet, damit er auch immer so schön bleibt. Nicole, ich aber muss mal lachen. Vom guck mal, was ich schon wieder einen Ansatz habe. Diabetes, Massage, Krone, ich krieg mich nicht mehr. Was? Was ist? Oder dunkel, ne? Ja, schön gewachsen. Ja und? Ja. Muss wieder neu machen. Schön gesagt, lieber Detlef. Wer ist Detlef? Detlef habe ich schon gar keinen gelesen hier. Aus den Südstaaten. Ne? Die Ute aus Amerika. Echt? Schön. Jetzt fängt der Max schon an, genauso wie der Stefan. Leverkusen ist Meister 4:0. Herzlichen Glückwunsch. Ich hole mir immer die Großpackung mit 58 Zigaretten. Ja gut, wie lange brauchst du, bis ich weggeknallt hast? Stefan, mit dem Spiegelei und Deckel drauf habe ich mir gemerkt. Das schmeckt super. Ach, der Detlef Germenschke, Gienczewski. Also so eine große Packung. Man braucht doch nur einen Tisch. Wäre es mit der schwarzen Kommode, die im ehemaligen Kinderzimmer steht, würde ich schon ins Wohnzimmer passen. Ja, ist eine Option, muss ich ausprobieren. Muss ich fragen, ob dir der Bock gefällt. Hör mal. Hä? Ach, das ist jetzt weg. Achso, er sagt eine große Schachtel. Was? Raucht der Stefan. Ja. Der Massimo kann das aber auch. Der Max, der kann auch einiges vertragen. Wie viele Quadratmeter habt ihr bei euch im Haus? Unten, ich glaube 120. 120, ungefähr 120. Oben sind mehr, denke ich mal. Oben sind ja alles Schrägen. Oben sind ja Schrägen. Ja, kannst ja nicht mitrechnen. Nee, das weiß ich nicht, wie man das rechnet, aber man sagt ja immer, die Schrägen rechnet man nicht mit, ne? Ach, Detlef ist der Mann von Sabine. Ach so, okay. Sag mal Hallo zu Martina und er. Auch Martina ist auch da. Schöne Grüße. Grüße an die Mama. Martina ohne R. Ach nee. Ach so, die Martina. Hey Stefan, also du willst uns erzählen, du rauchst eine Packung mit 58 Zigaretten in 2 Wochen und dadurch verdreckt dein Laser vom CD-Player so stark, dass der nicht mehr läuft.
Wie willst du das denn erzählen? Das stimmt doch nicht. Elke, was machst du morgen? Meine Eltern kommen morgen. Ich geh mit denen shoppen. Nee, das glaube ich dem Stefan nicht. 58 Zigaretten in zwei Wochen. Wieso? 14 Tage. Macht mein Bruder auch, der raucht auch ganz wenig. Ja, aber das ist in dem Sinne, Laser verdreckt nicht. Achso. Ey, guck mal, wir haben 211 Daumen hoch. Die haben wir aber schon bestimmt seit einer Viertelstunde. Also da bis zu 50% Abzug für Dachschräge. Ja, aber da ist so viel Dachschräge, da bleibt nicht mehr viel übrig. Also da ist hier nur der Weg, der Meter, 4, 5 Meter, 4, 3 Meter vielleicht. Sag mal, wir haben ja nur eine Wand für wirklich einen Kleiderschrank von 4 Meter. 4 Meter hinzustellen. Ja. Aber dafür ist er unten ja schön groß, ne? Der Sigi, liebe Grüße aus Frankreich. Ja, ich sehe euch sehr gerne beim Kochen zu. Aha. Das ist schön. Aus Parlez-vous français? Oui. Ne? Oui. Bonsoir. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Au revoir. Oui, c'est moi. Ça va? Oui. Et tout. Les Parisiens. Très bien. Merci. Ja. 120 Quadratmeter sind nicht zu viel mit den ganzen Fischen. Ja, nee, also wir müssen uns schon ein neues Haus anschaffen, weil wir jetzt so viele Fische haben. Ne? Ja, ich glaube, wir bauen das Doppelte. Wir bauen den Garten um als Wohnung, als Aquarium. Ich habe heute bei Facebook gesehen, da hatte einer eine Toilette. In der Toilette waren Fische. Als Aquarium und der Spülkasten, da waren Fische drin. Ja, schon cool, ne? Das sah cool aus, ja. Hm. Nächste Woche mache ich die gebratene, das ist frittierte Pizza. Ja, die schmeckt lecker. Und die kann man doch auch mit dem Pizzateig machen von Aldi, ne? Das weiß ich nicht. Oder ich habe eben ja gesagt. Das kann ich dir nicht sagen, das habe ich noch nie probiert. Also, das weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja Hefeteig, ne? Kann sein, dass das klappt. Du bist ja doch ein Schützer. Ich habe Pieps im Ohr. Was heißt das? Dass das piepst. So ein Tinnitus. Habe ich öfters zwischendurch. Hättest du mal dem Jan sagen müssen. Hallo, ich glaube, mein Schwein pfeift. Spinatnudeln nachgekocht und lecker. Ja, das sieht echt kacke aus, ne? Spinatnudeln, aber das ist super lecker, ne? Ja, die schmecken gut. Könnt ihr mal Kuchen backen, ja klar. Ja, der Frank backt dann Kuchen, weil ich backe nicht. Elke, kochst du wieder was Außergewöhnliches? Ja, mal gucken. Ja, machen wir. Diese Woche bestimmt. Ich habe auf YouTube gesehen, geht mit Fertigteig. Okay. Ah, okay. Mit dem Teig. Klappt super. Ja, siehst du? 2 Wochen, aber ich muss mich zurückhalten. Das ist noch lange bis zum 31. des Monats. Achso, der antwortet drauf. Nee, bloß nicht richtig Mehl verwenden. Was denn sonst? Fred mit seinen heißen Schuhen. Ja, wo der beim Bioleck war. Dein Vater war super. Ich habe letztens wieder geguckt. Geht's dem Frank Baldus oder wie heißt der? Der war damals. Der Baldus, den geht gut. Also was heißt, geht gut? Der ist ja eine Zeit lang ist der ja mit dem Rollator gelaufen. Jetzt sitzt er wohl auch im Rollstuhl, sagt die Mama. Ja, die Zuckerwarenmaschine haben wir immer noch. Die steht in der Garage. Das ist die Judith, hat ja auch gesehen, die Toiletten. Die Toilette. Ach so. Spinatnudeln, lecker. Ja, die Zuckerwattenmaschine haben wir noch. Die habe ich aber in die Garage, hat der Frank die heute Mittag gebracht. Und wenn hier wieder so Flohmarkt ist, Garagenflohmarkt, dann biete ich die an. Dann kriegen die Kinder Zuckerwatte. Na? Das ist wirklich Sauerei. Ich hatte den Zucker, den hatte ich bis unterm Esstisch hier. Ich habe danach bestimmt
eine Stunde gesaugt. Überall war der Zucker. Ja, muss man draußen machen. Ja, ich mache das nie wieder hier drin. Das tue ich mir nicht mehr an. Gute Idee. Ich freue mich auch immer auf Kochstudie mit Elgard. Ja, die kann ja auch gut kochen. Wir wissen noch nicht, ob wir in Urlaub fahren. Die Herrenkommode. Ja, da hat die Ute Delia auch die ganzen Schrauben versteckt. Der Papa konnte die ja gar nicht richtig zusammenbauen. Aber das wusste ja keiner. Aber jetzt. 217. Hey, wir haben über 217. Gefällt mir. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Freue mich jetzt schon auf die Lasagne, die ich am 31. mache, wenn ich die lecker Zutaten geholt habe. Schmeckt sehr lecker. Die Lasagne kann ich auch nicht schnell machen. Die war lecker das letzte Mal, ne? Aber der macht die am 31. haben, am 14. Wieso machst du die am 31., Stefan? Wie alt bist du eigentlich, Stefan? Stefan Brügge, es gibt doch keinen 31. April. Ach ja, eben. Ach, Rainer Stern meldet sich zu Wort. Ich habe eine Zuckerwattmaschine, eine für zu Hause und eine professionelle. Oh, eine professionelle hat der Frank auch. Das war wohl nichts. War ein Witz. Ach, und ich bestelle eine bei Amazon, hätte ich auch wieder einen Rainer fragen können. Echt? Aber immer, ich denke nie darüber nach. Aber Rainer, kannst du uns mal sagen? Warum hast du eine Zuckerwattmaschine? Der Frank, der hat da hinten das Las Vegas-Schild aufgehangen. Ne? Jetzt hast du doch dafür diesen Adapter bestellt. Ja. Aber oben und unten leuchtet das. Ich mach das mal an. Da kannst du mir mal sagen, woran das liegt, dass das nicht alles leuchtet. Ach Kai, ein Kochbuch rausbringen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Elke will keinen Satz schon erledigt. Elke, Kochbuch. Ja, ja. Guck mal, ja, was sieht das aus? So, Rainer. Guck mal, was ist denn damit los, Rainer? Und der brummt. Ist das nicht der richtige Adapter? Da ist nicht alles an. Guck, das geht nur bis hier und da wird es schwach. Und hier das auch nur das erste. Ich habe schon mal an die Dinger hier gerappelt, aber... Okay. Wie ist da? Da ist irgendwie der Wurm drin. Ja. Und der ist laut. Der summt immer so komisch. Rainer, wollte ich dich schon vor die Woche fragen, wie wir da waren? Ja. Frank, ich bekomme da erst meine kleine Rente, bekomme ich, werde ich im Juni. Ach, du wirst 61. Ach so, du bist schon mal älter. Also etwa älter, so alt ist ja gar nicht. Dann macht der Stefan sich eine leckere Lasagne. Dann. Jetzt habe ich das verstanden. Alles klar, Stefan. Das kein Problem. Schön. Ja, finde ich dann gut. Dann gönnt man sich was. Ja, wenn man sich was man sonst nicht isst. Ja. Popcorn-Maker für 10 Euro. Heute war ich bei der Gesundheitsmesse und dort habe ich sie Zuckerwatte gemacht. Die haben den Stab noch eingehalten, war genauso wie bei dir. Also nicht gedreht, nur reingehalten und nichts getan. Ja. Okay. Leverkusen ist Meister. Da kommt noch so ein Typ an wie der Massimo. Leverkusen ist Meister. Der heißt Moritz. Ja, genau wie der Maxi. Wo wir uns so viel über Fußball unterhalten. Also Max und Moritz. Max und Moritz, genau. Macht du noch das Format mit den alten Videos kommentieren oder fehlt dir die Software immer noch? Ne, die Software habe ich. Ja. Muss ich noch machen. Platz, was du alles machen musst. Sag schon mal ganz ehrlich, so alt wirst du nicht. Nee, glaube ich auch. Endlich mal nicht die blöden Bayern, obwohl ich hier wohne. Warum seid ihr hier? Warum bist du hier? Warum sind wir hier? Keine Ahnung. Moritz, schick. Zu wenig Leistung. Rainer, hast du so ein Teil da? Ja. Egal, was ich hochlade, ich schaue mir alles mit Begeisterung an. Wie kann man euch mal nach Hamel bzw. Hessen aus und würde euch ein 5-Gänge-Menü kochen?
echtes Neon. Ja, weiß ich nicht, ob das echtes ja, Neon klar, ist. Ja, das ist aus so. Las Vegas, immer. Wie, das ist aus Las Vegas? Natürlich. Das ist doch nicht aus Las Vegas. Natürlich, da steht Las Vegas drauf. Dazu dem Thema Allgemeinwissen. Nein, ich denke mal, dass das richtiges Neon ist, keine Ahnung. Ja, wurde auf jeden Fall so verkauft als Neon-Schild, ne? Genau. Ja. Fünf-Gänge-Menü nach Hameln. Und wir hatten ja vorher einen Adapter. Netzteil. Den hast du schon mal erneuert. Genau, hatte ich schon mal eins geholt. Hallo ja. Josef. Also nach Hameln. Wo ist denn Hameln? Nee, das sind ungefähr 300 Kilometer. Ach, um Gottes Willen. Ach. Wir schaffen es ja nochmal bis Aachen. Ich benutze den elektrischen Handführer von meiner Mutter. Elektrischen Handrührer von meiner Mutter. Den Teig mit der Hand kneten ist nicht mein Ding. Also, ich bin aus Nürnberg. In Bayreuth ist schön. Eremitage. Noch einhalten. Tschüss, Claudia. Tschüss, Claudia. Wir sind jetzt auch weg, ne? Oder? Ja, wir sind jetzt gleich auch weg. Wir sind jetzt auch gleich weg. Wenn ich noch... Nein, du darfst nicht. Die eine Antwort von Rainer kriege. Hast du einen Adapter für uns oder hast du keinen? Jetzt lässt er aber Zeit, ne? Lässt er sich Zeit. Ich bezahle euch auch das Zugticket nach Hameln. Ist das ein Deal? Ach. Ach. Das geht ja nicht um das Zugticket. Man muss auch die Zeit haben. Ja. Das ist das. Wieso kochst du selber PL? Bist du ein Spitzen super 15 Kontinentalkoch? Fünf-Sterne-Kocher ist das, Schatz. Nee, ich wollte Kontinental? Nee, 5 Sterne von, wie heißt das, die Köche? Gourmet-Koch. Nein. Hallo Christian Hartmann. Grüß doch mal bitte den Christian Hartmann. Hallo Christian. Schöne Grüße aus Fettweiß. An Christian Hartmann. Hier, wie heißt denn nochmal die 5 Sterne, wenn einer kochen kann? Das ist doch mit C, kommt dahinter ein Wort. Nicht kontinental, sondern sagt mal einer. Ich weiß nicht, was du meinst. Du meinst das Ding, was die mir vorige Woche geschickt haben? Die Auszeichnung. Michelin? Hä? Michelin? Nee, Michelin. Gourmet? Nee, auch nicht. Michelin, das ist für Reifen, das kriegt der Max. Michelin-Stern? Keine Ahnung. Kann sein, ich weiß es dann nicht mehr. Michelin. Ich bin selber Koch und habe mein eigenes Restaurant, welches seit längerer Zeit schon sehr gut in der Stadt ankommt. Ey, das ist aber geil. Sternekoch. Wow. Michelin, doch, das ist richtig. Michelin-Sterne. Okay. 5 meine ich auf jeden Fall. Obwohl davon überzeugt bin ich nicht. Michelin nennt man den Stern, der an den besten Restaurants vergeben wird. Also doch, System ist doch Michelin. Siste. Gucke ich mir an, wenn das Teil Neon-Netzteil hat, dann ist es kein echtes Neon. Du hast ja meine Neon-Sammlung gesehen, die brauchen ein Trafo auf 600 Volt. Das ist einer. Das ist ein Unterschied zwischen echtem Neon. Würde mich sehr freuen, euch. Wir könnt ihr so machen. Irgendwann schickst du mir mal deine Adresse oder was? Und dann, wenn wir mal in der Nähe sein sollten. Kann ja passieren. Ne, man weiß ja nie, ne? Morgens um 3. Wo wir mal landen. Michelin-Stern ist das. Michelin. Okay. Ich habe 5 Michelin-Sterne. Ich finde, wenn einer so gut kochen kann, boah. Ja. Finde ich fantastisch, ne? Ich auch. Auch wie der Frank diese Woche gekocht hat, das hat wirklich 1A geschmeckt. Das hat so lecker geschmeckt. Wirklich. Da habe ich mich richtig gefreut. Ich hatte so einen Hunger, wie ich von der Warum Arbeit kam. Warum mietet ihr beiden nicht mal was an und Fans können sich auch mal live treffen? Nachfrage ist doch da. Ja, wir hatten das schon mal gemacht. Wir hatten schon mal gemacht, aber da das war nichts. Das war zu kalt, waren wir auf dem Weihnachtsmarkt. Waren 2 Mann gekommen. Ja. Nee, da muss man schon einen festen Termin ausmachen. Eben. Das ist scheiße sonst. Also könnt gerne alle nach Fettweiß kommen. Hier vorne ist ein super Restaurant, das nennt sich Grillwerk. Leckeres Essen, viel Platz.
Manolo Manolo. Manolo Nummer 1 aus Spanien. Der ist geil. Ja. Die Mama hat super gekocht, ja. Das hat man ja gesehen, ne? Dass die gut kochen konnte. Nee, aber jetzt kocht sie gar nicht mehr. Jetzt möchte sie einfach nicht mehr kochen, was ich auch verstehen kann. Finde ich ja auch gut so. Für eine Person hat sie auch gesagt, das lohnt sich nicht. Ist auch langweilig. Hat sie keinen Bock? Nee. Würde mir auch nicht gefallen. Die ultimative Lieblingsfolge. Boah. Das ist eine gute Frage. Was auf jeden Fall viel Spaß gemacht hat, wo der Sven und ich alleine waren, ich mit dem Käfer zu dem hinfahre und wir gebügelt haben. Und gekocht haben. Da war er mit der Sabine auseinander und ich mit der Pia. Und dann haben wir zusammen uns getroffen bei ihm in der Wohnung, wo der noch gewohnt hat. Und haben da gekocht und gebügelt. Und das hätte geklappt. Das hat geklappt. Ja. Und warum klappt das hier jetzt nicht mit dem Bügeln mehr so? Weil ich da viel jünger war. Ach so. Ich muss morgen bügeln, auch morgen früh, bevor meine Eltern kommen. Wir können uns hier alle mal in Fettweiß treffen im Restaurant. Der würde sich freuen. Ja, der würde sich ganz freuen. Tja. So. Wochenende ist wieder vorbei. Ja, Fettweiß ist wenigstens nicht so weit weg von mir. Das wäre toll. Miep vor den Saal mal. Die Folge habe ich auch gesehen. Mhm. Ich wünsche euch einen schönen Abend und kommt gut durch die nächste Woche. Wünsche ich dir auch. Kennst du eigentlich das Gutscheinbuch? Ey, das hat mir der Massimo gestern schon erzählt. Da gibt es ein Gutscheinbuch. Das gibt es schon ewig, Frank. Ach, du kennst das? Ja, natürlich. Da kannst du... Von Köln. Ja. Kannst du Theaterbesuche machen. Nee, da gibt es auch von, er sagt auch von Deutschland. Alles Mögliche. Da kannst du damit so einen Gutschein, isst du zwei Essen und bezahlst nur einen. Mhm. Kennst du das? Ja, das kenne ich auch. Warte, wirklich, das gibt es schon lang. Echt? Wo kriegst du denn sowas? Das weiß ich nicht. Eine Kundin, die hatte das mal mitgebracht. Ach so. Hat die geschenkt bekommen. Aha, also der Laden von PL, wer auch immer das ist, heißt Monopol. Werde euch kulinarisch verwöhnen. Wow. Helene, wir wünschen dir auch einen schönen Abend. Von mir auch nach Fettfalls, Katrin. Was für eine Richtung ist das denn, Hamel? Ich glaube Richtung Hamburg. Okay. Ja, das Video war schön gestern, das stimmt. Gibt es auch von Düren. Ach so, in Büchereien kriegst du das. Ich habe eine Kundin, die arbeitet in der Bücherei. Deswegen hat die das auch den Gutschein. Nee, das ist ein junges Mädchen. Ach so. Oder eine junge Frau. Aha. Muss ich mal fragen, ob die die haben. Ja. Tja, Leute. Das war das Wort zum Sonntag. Ja. Ihr seid. Ihr seid schlecht. Nun seid ihr neugierig geworden. Weil ich die ganze Schokolade gegessen habe. Aber war lecker. Frank, ihr seid so sympathisch. Ihr beiden kommt mal ins Zauberland. Ich habe so ein Gutscheinbuch. Ey, so locken. Die Conny lockt uns gerade mit so einem Gutscheinbuch. Ach so. Ins Zauberland. Ja, Zauberland sind ungefähr 2,5 Stunden. Seit den 80er Jahren gibt es in der Buchhandlung Michelin. Ja, da sind Michelin. Hameln liegt in Niedersachsen, also Hannover. Ja, sind ja fast 3 Stunden. Mhm. War schön mit euch. Wie Frankfurt, Max P. 3 Stunden entfernt, ja. Vielleicht müssen wir ja mal irgendwann in die Nähe. Aber. Dann wissen wir immer noch nicht. Ach doch, man kann ja dann das Restaurant googeln. Monopol heißt das. Monopol. Und dann haben die Ruhetag. Kennt ihr Hattingen? Ja, da war ich schon mal. In Hattingen war, ja, da ist so ein Krankenhaus. Da haben wir doch die Ärztin kennengelernt. Ach ja, genau. Die so lustig war, die versauten Witze erzählt hat. Ja. Das war eine. Nein, Frank, da hast du dich vertan. Du fährst 50 Minuten. Echt?
bis nach Sauerland. Oder was war das? Bis zum Sauerland fahren wir doch keine 50 Minuten. Doch länger. Ach, ja, ja. Ja. Wir brauchen ja schon bis zu der Autobahn 20. Also 20 Minuten brauche ich schon mal bis zur Autobahn. Also kann ich irgendwas stimmt da nicht. Hameln, genau, vom Rattenfänger. Liegt auf dem Weg Richtung Hannover, Abfahrt Rehren auf der A2. Der macht direkt Werbung hier. Jetzt fehlt noch die Straße mit der Hausnummer und ein Monopol, wissen wir ja schon. Das google ich gleich. Da gucken wir gleich mal, wie die Dinge aussieht. Was es da so zu essen gibt. Weil für Essen bin ich ja immer zu haben, aber dafür 3 Meter zu fahren. Schau dir mal, ich kühl jetzt meinen blauen Fleck von der Hyaluronspritze mal. Diesmal hatte ich Pech. Was? Sie hat sich Hyaluron gespritzt und hat einen blauen Fleck. Wünsche euch einen. Wer? Die Marion. Wo? Aus Tönnisch. Wo hast du denn den blauen Fleck? Lippe? Wünsche euch einen guten Start in die Woche. War wieder schön mit euch. Freut mich auf nächsten Sonntag. Sabine, Detlef lässt auch. Ja, ja, schöne Grüße an den Detlef. Okay. Fertig? Fertig. Elke ist fertig. Nein, ich finde das schön, wenn eine Frau sich Hyaluron spritzt, finde ich das gut. Wenn sie sich dadurch besser fühlen, finde ich das geil. Meine Güte, der eine raucht, der andere spritzt sich Hyaluron, der andere nimmt Anabolika und der andere Kies. Ich habe dann meine Lippen auch gemacht. Ja, gut. Ich meine ja, so, wenn man sich doch wohlfühlt, ist das doch geil. Jeder soll machen, was er möchte. Es ist sein Leben, man lebt nur einmal und wenn das. Genau, und wenn, gefällt, wenn du wirklich im Spiegel reinguckst und sagst, boah, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und dann gibt es irgendwas gegen, würde ich genauso machen. Ich hatte früher ja keine Lippen. Nee, du nicht. Aber ich sag nur. Aber jetzt auch schöne. Also ich muss einmal die Woche nach Köln, die Uniklinik, also von da aus 50 Kilometer. Ah, okay. Demo nehmen lassen. Genau so sieht es aus. Carpe diem. Geht keinem anderen was an. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Okay, Leute, ja, dann wünsche ich euch auch einen schönen Abend. Hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall mal wieder lustig. Ne? Wir haben sogar 233 gefällt mir bekommen. Ey, komm, jetzt haut noch mal einen raus, 234. Komm, noch 15, 16. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und alles Gute. Stefan wünsche ich dir auch. Dir auch. Klürturm 1 in Hameln. Liebe Grüße, ihr seid alle herzlich willkommen. Also Monopol Klürturm 1 in Hameln. Geil, ne? Gute Nacht. Das ist cool. Ja, ist doch nicht dumm. Ist doch okay. Ja, das finde ich super. Ja. Ich finde das auch super nett. Ja, finde ich auch cool. Nur halt, wie gesagt, man muss die Zeit haben. Klütturm heißt das. Klütturm? Genau, Klütturm 1 in Hameln. Klüten kommen. Aber deine Lippen sind schön gemacht, ja. Dir auch, Judith, alles Gute. Ich habe auch den Besten. Ja, ist er ja. Jeder sagt, das ist der Beste. Ja. Ne? Aber der ist auch wirklich gut. Okay. Dann lasse ich mir mal mein Portemonnaie aufspritzen. Vielleicht funktioniert es. Na, ja, das klappt nicht. Mit dem Portemonnaie, das klappt nicht. Das kann ich dir versprechen. Das habe ich auch schon versucht. Aufspritzen. Du lässt dann immer absaugen, Schatz. Ne? Ja. Okay. Schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Ich bin jetzt gar nicht mehr müde. Am Anfang war ich so müde, habe ich gedacht, boah, ich schaffe hier keine Stunde zu sitzen heute. Jetzt bin ich müde. Jetzt bist du müde. Ja. Ich krieg dich gleich schon wieder wach. Ich werde mal vorbeikommen. Genau. Schade, schon vorbei. Mach doch einfach mal ein verspätetes Glitzerwochenende und dann fahr dir lecker essen in Hameln. Ich habe alles in der Fläche. Ja, ja. Nee, ja, sonst, das können wir ja zum Beispiel nicht sonst, das müssen wir ja immer live gehen.
Da müsste man deinen Computer mitnehmen. Was doch mal live geht. Ja, das wäre auch was, ne? Ciao, Martina. Ohne ja. Naja, wir werden mal gucken. Genau. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Ist sogar noch hell. Kann man noch ein Rundchen spazieren gehen. Genau, wir gehen also jetzt sehr oft spazieren. Also ich gehe sehr oft spazieren. Die Elke geht meistens mit. Mehr meistens. Halbe, sagen wir so. Ich will einfach so den Kopf frei haben. Deswegen, wir haben ja genug Wald hier vorne. Und dann lasse ich einfach die Seele ein bisschen baumeln. Der konnte jetzt genau hier reingucken, der Mann. Ja, das ist ja ja. Okidoki. Bis morgen. Macht es gut. Schlaft gut. Tschüss. Tschüss. Nee, da. Da. Tschüss. Tschüss. Mal ein Rat von dir. Ich habe immer meine Haare dunkel gefärbt. Ich möchte mein graues Haar rauswachsen lassen. Das macht man mit ganz vielen Strähnen. Aber die Strähnen dürfen dann nicht bis zum Ansatz gehen. Er muss dir erklären. Also, ich würde das so machen. Ich würde die schön alle einpacken, die Haare. Aufhellen. Jetzt weiß ich nicht, natürlich nicht, wie dunkel der Rest da noch ist. Dann blondieren. Und dann einen schönen Grauton einfärben, dann fällt das gar nicht mehr auf. Mal mit dem Friseur sprechen, die wissen schon, wie sie es machen. Hm. Annette, okay, danke, jetzt ziemlich dunkel. Das ziemlich dunkel, das geht dann meistens in die Hose, weil er ziemlich rot, also dann die Blondierung gelb oder rot wird, musste man mal mit einer Probesträhne probieren, unten drunter, dann sieht man das nicht. Mal gucken, wie weit sich das aufhellen lässt. Nicht alle Friseure können das. Aber die meisten. Den dicken Kuss an meinen einzigsten Freund. Oh. Ja. Ja, magst du das halt nicht immer alles Gold verglänzen. Wenn du mir nicht gut geht, gehe ich spazieren. Ist halt so. Gerne. Okay. So, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt ist Schluss im Dom. Genau. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Wieso sagst du immer noch Tschüss, wenn ich sage Ciao? Tschüss.